Team zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll schriftlich beantwortet werden, wie auch die Fragen 8 und 9 zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir kommen zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Zur Beantwortung steht der Staatsminister Michael Roth zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 10 des Kollegen André Runko zur Auflistung deutscher Staatsbürger auf der Internetseite der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Mirotvorets. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, lieber Kollege Runko. Der Bundesregierung ist die Veröffentlichung persönlicher Daten auf der Webseite einer ukrainischen Nichtregierungsorganisation bekannt. Die Regierung hat über unsere Botschaft in Kiew unmittelbar nach Bekanntwerden der Veröffentlichung im Mai 2016 den Vorgang mit verschiedenen Stellen, ukrainischen Stellen, besprochen, mit dem Informationsminister, mit dem Innenminister, mit dem Außenministerium. Wir haben das sowohl bilateral besprochen als auch im Rahmen der EU, als auch im G7-Format. Die G7-Botschafter haben am 2. Juni 2016 ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Offenlegung der persönlichen Daten auf der Webseite scharf kritisieren. Das, was wir dort lesen müssen, ist völlig inakzeptabel, Herr Kollege Runko. Und die Bundesregierung hat dies auch deutlich gemacht. Und wir haben noch mal klargestellt, die Veröffentlichung persönlicher Daten, unter anderem auch von deutschen Staatsangehörigen. Und es sind ja Tausende von Namen, die dort aufgelistet worden sind, mit dem Ziel, sie als angebliche Kollaborateure der separatistischen Kräfte im Donbass öffentlich zu brandmarken. Das ist für uns ein schwerwiegender Vorfall und ein Verstoß gegen die internationalen Standards des Datenschutzes. Wir haben die Löschung der entsprechenden Daten von der Webseite gefordert. Die Seite ist wohl nicht in der Ukraine, sondern andernorts registriert. Wir haben insbesondere die betroffenen Journalisten in den Mittelpunkt unserer Kritik geübt, weil wir deutlich gemacht haben, dass dies mit der Unabhängigkeit von Journalisten unvereinbar ist und sie in ihrer Tätigkeit nicht nur behindert werden, sondern ganz konkret damit auch gefährdet werden. Auch die Bundeskanzlerin hat dieses Thema zum Gegenstand eines Telefonates mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gemacht. Und damit hat die Bundesregierung ihrer großen Sorge noch einmal Ausdruck verliehen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Roth, auch für die sehr klaren Worte, was die Webseite angeht. Ich will das noch mal verdeutlichen. Mirotvorets heißt Friedensstifter, das ist ein Wortspiel. Auf der einen Seite, also wie Peacemaker, der größte Cult in den USA. Nach der Veröffentlichung von Daten auf dieser Webseite von in der Ukraine regierungskritischen Personen sind ja auch zwei dann ermordet worden. Dort gibt es eine Rubrik unter dem Namen Fegefeuer. Und in der Rubrik sind die auch von Ihnen genannten, auch deutschen Journalisten, auch Abgeordnete hier des Bundestages aufgeführt mit persönlichen Daten. Ich bin auch einer davon. Und von daher will ich mich für die klaren Worte der Einschätzung bedanken. Die Frage, die sich mir stellt, ich war jetzt in Russland gewesen im Rahmen einer Parlamentarierreise und habe mal versucht, von dort diese Webseite aufzurufen. Das geht nicht. Die ist dort gesperrt, aber von Deutschland aus kann man sie aufrufen. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, diesen ungeheuerlichen Vorgang da ein Ende zu bereiten? Frau Präsidentin, Herr Kollege Runko, ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Webseite mit diesem völlig inakzeptablen Inhalt auf einem Server läuft, der nicht in der Ukraine, sondern vermutlich in Kanada registriert ist. Die Gesetzeslage der Ukraine gibt es
eröffnet derzeit keine rechtliche Handhabe gegen die Initiatoren des Datenlecks einer Nichtregierungsorganisation vorzugehen. Deshalb kann ich Ihnen nur noch einmal versichern, es ist wichtig, klarzumachen, dass dies völlig inakzeptabel ist. Und diese Sorge, die wir auch gegenüber der ukrainischen Regierung zum Ausdruck gebracht haben, teilt im Übrigen auch die Regierung und die verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter. Uns ist auch bekannt, dass sowohl ein Parlamentarier als auch ein Journalist, die auf dieser Liste aufgeführt worden sind, ermordet wurden. Das ist uns auch klar. Aber alleine die große Anzahl der dort gelisteten Namen macht deutlich, wie schwerwiegend dieser Vorgang ist. Und ich kann nur hoffen, dass diese Webseite alsbald gelöscht wird und wir das nicht mehr lesen müssen. Denn ich kann Ihrer Sorge nur zustimmen. Damit wird das konkrete Leben von Menschen gefährdet und die Arbeit von freien Journalisten gefährdet. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage? Nicht, aber die Kollegin Vogler hat noch eine Frage. Ja, Herr Staatsminister, mich würde mal interessieren, wir haben vorhin im Zusammenhang mit einem anderen Vorgang, da ging es um den türkischen Nachrichtendienst hier, haben wir sehr viel von Gefährdungsansprachen gehört. Da würde mich interessieren, ob die Bundesregierung vorhat, in irgendeiner Form die dort Betroffenen, sofern sie deutsche Staatsbürger sind oder in Deutschland leben, über diesen Vorgang zu informieren und ihnen auch Hinweise zu geben, wie sie sich verhalten können, damit sie nicht noch mehr in Gefahr geraten. Also mich hat es wirklich geschockt zu hören, dass der Kollege quasi im Ausland davon erfahren hat, dass er da gelistet ist. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die Bundesregierung und die Bundesbehörden, wenn sie da über so einen Vorgang Kenntnis haben, die Betroffenen auch informieren und warnen. Ich will noch mal deutlich machen, das handelt sich nicht um eine öffentliche, staatliche Webseite. Es ist eine Veröffentlichung einer Nichtregierungsorganisation. Es geht dabei um Tausenden von Namen, die gelistet werden. Deswegen ist die Überprüfung auch relativ schwer. Aber selbstverständlich haben wir ein sehr, sehr großes Interesse an, dass nicht nur Journalistinnen und Journalisten, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern dass grundlegend Journalisten, die sich der freien Meinungsäußerung verpflichtet fühlen und unabhängig recherchieren wollen, nicht gefährdet werden. Und das gilt in Deutschland, das gilt in der Europäischen Union, das gilt selbstverständlich auch für das Engagement in der Ukraine oder auch in Russland. Zu einer weiteren Nachfrage hat die Kollegin Hensel das Wort. Danke, Herr Staatsminister. Hat die Bundesregierung denn Kenntnis darüber, wie viele deutsche Staatsbürger auf dieser Webseite genannt sind? Frau Präsidentin, Frau Kollegin Hensel, ich habe schon auf die sehr, sehr große Zahl von Namen hingewiesen. Uns ist natürlich bekannt, dass eine Reihe auch von deutschen Journalisten dort aufgelistet sind. Ich möchte jetzt aber nicht hier etwas sagen, was ich möglicherweise nicht einwandfrei belegen kann. Also ich vermag derzeit nicht zu sagen, ob uns wirklich alle Personen, die auf dieser Liste aufgeführt worden sind, persönlich bekannt sind, beziehungsweise ob wir mit denen schon einmal das Gespräch gesucht haben. Ich gehe dieser Frage aber gerne noch einmal nach. Danke, Herr Staatsminister. Die Frage 11 des Kollegen Nuripur soll schriftlich beantwortet werden, wie auch die Frage 12. Wir kommen zur Frage 13 der Kollegin Hensel.